Eigentlich wollte Mexikos Präsident Peña Nieto in den kommenden Wochen nach Washington reisen, doch nun legt er seine Pläne, sich mit US-Präsident Trump zu treffen. Nachdem die beiden Politiker bei einem Telefonat am Dienstag erneut wegen des umstrittenen Baus einer Grenzmauer zu Mexiko aneinander geraten seien, meldet die Washington Post, demnach weigerte sich Trump, öffentlich anzuerkennen, dass er nicht von Mexiko erwarte, den Bau des geplanten Grenzwalls zu bezahlen. Das Weiße Haus hatte Mitte Februar erklärt, dass ein Treffen der beiden Präsidenten vorbereitet werde. Peña Nietos Besuch war der Washington Post zufolge für Februar oder März anvisiert, um sich eine öffentliche Demütigung zu ersparen. Das Freihandelsabkommen NAFTA zwischen den USA, Mexiko und Kanada aufzukündigen.